Einige Fluggesellschaften reden nur darüber, luxuriöser zu werden, andere werden es einfach. Des Weiteren Überschallreisen mit Boom. Amerikanische Fluggesellschaften kaufen Überschalljets. Dann haben wir für euch noch eine Promotion, die wir euch ans Herz legen wollen, vom World of Hyatt. Da gibt es doppelten Stay-Credit und doppelte Punkte. Wir haben IHG, den sollen wir es Flash Secret Sale nennen, der ist wieder aufgelebt, weil er vorher anscheinend nur sehr kurz online war. Ich habe alles buchen können. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Wir haben dann bei der Lufthansa noch das Damoklesschwert, das noch ein anderes Mitglied im Konzern einen Streik vorhat. Und das soll doch erstmal reichen, oder? Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. An dieser Stelle wie immer abonniert den Kanal, macht die Glocke an, ein Like und andere Themen sind euch doch alle bekannt, also kommentieren und so weiter. Ihr wisst das schon. Danke dafür, dass es tut. Ja, eine Fluggesellschaft vom Golf und zwar Emirates setzt wieder Maßstäbe, setzt wieder Zeichen und man will das Angebot in allen Klassen verbessern. Das kennen wir doch schon von einer anderen Fluggesellschaft. Ich will da jetzt keinen Namen nennen. Natürlich ist während der Pandemie das Angebot reduziert worden, ist es zurückgefahren worden. Es gab natürlich weniger Service. Die Flugbegleiterinnen waren in ihren Ganzkörpergondomen gerade bei Emirates gefangen. Also insofern, da ist es jetzt einfach mal so, dass man keinen Personalmangel mehr hat und man fährt jetzt das ganze Thema hoch. Emirates hat 2 Milliarden US-Dollar investiert, um in allen Klassen das Erlebnis an Bord zu verbessern. Es gibt ein veganes Menü. Das gab es immer, aber das stellt man noch mal hervor und heraus. Auch über eine Kooperation mit der Hotelfachschule École Hôtelière de Lausanne wird hier noch mal herausgearbeitet. Das heißt, dass man das Personal geschult hat, dass man im Umgang mit Gästen ein restaurantigeres Erlebnis hat. Ja, es ist geschult wie Angestellte in einem Premium-Hotel. Beim Unterhaltungsprogramm können sich Reisende vorab eine Playlist zusammenstellen. Eine sehr, sehr coole Idee. Dann gibt es auch Kinosnacks. Das heißt also, wenn man in der First Class fliegt und sich auf dem Riesenmonitor das Kinoerlebnis geben will, finde ich, es kommt schon sehr nah ran übrigens, dann ist es so, dass man dort sich jetzt Snacks liefern kann. Also Mini-Burger, dann gibt es solche Lobster-Slider-Rolls, wie man sie nennt, und Popcorn. Ich finde das sehr gut, finde ich toll. Aber was das Herz von vielen von euch vielleicht am meisten höher schlagen lässt, ist der Dom Perignon Vintage. Der fließt in Strömen, quasi unlimited, genau wie auch der Kaviar unlimited kommt. Kaviar ist für mich ein bisschen schwierig. Ich esse ja nichts, was aus dem Meer kommt. Kein Fisch, kein Seafood. Also insofern mehr für euch, falls ich auch an Bord sein sollte. Aber Dompi mit Vintage, kein schlechter Champagner, oder? Was sagt ihr? Sagt ihr, das ist eine coole Geschichte? Natürlich muss man der Ehrlichkeit halber sagen, Emirates hat ja auch ein besonderes Verhältnis zu Dom Perignon, zu dem Hause. Die sind ja zusammen mit Louis Vuitton, Hermès und wie sie alle heißen. Also insofern logische Konsequenz. Ich bin gespannt. Was sagt ihr? Ist das für euch etwas, wo ihr sagt, hey, das ist cool? Oder sagt ihr, eher nicht so. Ich finde, das ist mir zu opulent, zu viel Bling Bling. Was auch früher mal Bling Bling war, das ist das Fliegen im Überschalljet. Und zwar Boom Supersonic mit dem Überschallprojekt Overture. Ja, und zwar möchte man die Fluggesellschaften davon überzeugen. Man konnte zum Beispiel jetzt United überzeugen, hat aber auch American Airlines überzeugt. Delta ist noch so ein bisschen am Gucken so von der Seite und so, wir wissen nicht, was sie tun. Aber das Projekt hat halt sehr viel Aufmerksamkeit in Farnborough erlebt und man hat dort auch das Design vorgestellt. Die Pressekonferenz war am vollsten von allen, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Die Gespräche, die mit den Zuhörern zeigt aber auch, viele sind skeptisch, ob das kommerzielle Überschallfliegen wieder zurückkommt. Natürlich ist es ein Problem, dass Rolls-Royce nicht mehr erwähnt wurde, weil Rolls-Royce war ja der die Triebwerke bringen sollte.
Dann geht es weiter, dass viele Ankündigungen halt einfach nicht nachvollziehbar waren. Das Reisen mit Overture soll auch nicht viel teurer sein, als jetzt in der Business Class zu fliegen. Natürlich, wenn die Preise so hoch sind, ist das auch nicht ganz schwer. Aber schauen wir das einfach mal. Und ja, das ist Überschallfliegen. Also ich bin da mal gespannt. Die American Airlines setzen halt auf den Geschwindigkeitsvorteil, genauso wie die United das tun. Journalisten zum Trotz überzeugte Boom halt einige Fluggesellschaften. Und am Dienstag hat American Airlines gesagt, man möchte 20 kaufen mit der Option für weitere 40 Exemplare. Und die Airline hat sogar eine nicht erstattungsfähige Anzahlung für die ersten 20 Flugzeuge geleistet. Und man möchte diesen Geschwindigkeitsvorteil in die Flotte mit einbringen. Mit Blick auf die Zukunft wird der Überschallverkehr ein wichtiger Bestandteil unserer Fähigkeit sein, unseren Kunden etwas zu bieten. Ich weiß es nicht, wie seht ihr das? Sagt ihr, Concorde war geil, aber ist halt jetzt eine andere Zeit? Oder sagt ihr, ist das etwas, da ist American Airlines oder aber auch United progressiv? Und oder sollte die Lufthansa auch welche kaufen? Ich meine, die Passagierflüge sind ja für 2029 geplant, soll 65 bis 80 Passagiere mit 1,7 Mach über das Wasser, also über den Atlantik, den Pazifik, fliegen und soll dann mit einer Reichweite von 7870 Kilometern das Ziel erreichen. Das sind 600 Routen um die Welt in nur der Hälfte der Zeit. Und 2029? Progressiv. Ne? Also wenn wir die alten Verspätungen mit reinziehen, ich will jetzt nicht so viel unken, aber sagen wir doch einfach mal, nehmen wir einfach mal die 777, da tun wir noch ein paar 5 Jahre drauf, dann wäre es so irgendwie fast 2035, dann wären die ersten 380er wieder weg. Beziehungsweise sind sie dann ganz weg bei Emirates. Ja, ich weiß nicht, aber ist ja egal. Auf jeden Fall, bis 2035 sollten wir fliegen. Und nochmal die Frage an euch, was haltet ihr von diesem Überschall fliegen und Supersonic, ist das etwas, was so 60er Jahre ist oder ist das etwas Zeitgemäßes heute? Lufthansa-Pilotenstreik, das ist auch so ein Thema. Und zwar die Eurowings-Tochter ist ja etwas flügge geworden und man hat jetzt auch bei der Lufthansa festgestellt, hey, die wollen auch eine Gemerkschaft haben, bei der Eurowings sind ja auch die Gehälter am niedrigsten im ganzen Konzern und deshalb soll es da etwas geben. Deshalb hat halt die Vereinigung Cockpit auch die Crews von Eurowings an die Urne geholt und zwar an die Urne, ob man streiken soll. Die Urabstimmung ist kein Streikbeschluss, das betont man natürlich auch an dieser Stelle, hatte man ja auch, als der Vereinigung Cockpit-Sprecher Lars Frontini sprach, gesagt, dass man das auch nicht wollte, dass man bei der Lufthansa das machte. Aber man möchte einfach Streikbereitschaft haben und man möchte Druck machen. Allerdings hat man auch gesagt, wenn es keine Termine bis Ende des August geben sollte, dass man dann durchaus dann streikt. Also insofern ist da hier auch harter Druck. Und Eurowings natürlich erklärt auch an dieser Stelle, es bleibt weiterhin unser Anliegen, gemeinsamer Auftrag, eine Lösung am Verhandlungstisch zu vereinbaren. Also alle sind happy, alle sind toll. Jetzt wollen wir natürlich auch auf uns Passagiere eingehen. Da gab es einen Test, wenn man das so sagen will, von der, wer war denn das überhaupt? Das Fluggastrechteportal AirHelp hat das gemacht. Die haben mal geguckt, mit wie viel Klicks kann ich eine Buchung machen. Und man hat halt geguckt und die Tab braucht zum Beispiel 49 Klicks, bis der Kunde oder die Kundin zur Eingabe von Zahlungsdaten aufgefordert wird. Auf dem vorletzten Platz landet Egypt Air mit 39, EasyJet mit 37. Also heißt, ihr habt bis dahin immer noch nicht das Ticket gekauft, ihr müsst immer noch die Zahlungsangabe angeben. Das finde ich jetzt sehr, sehr geil, muss man natürlich sagen. Bei Lufthansa ist es wesentlich einfacher und bei der IGN, da sind es nur 15 Klicks. Hat Amazon nicht so eine One-Click-Funktion? Aber nun gut, ist halt so. Bei der britischen EasyJet dauert eine Buchung 4 Minuten, auch besonders lange im Vergleich, was man im Auftrag der AirHelp herausgefunden hat. Bei Virgin Atlantic Airways mit 72 Sekunden vor dem Ferienflieger, Sunair mit 78 Sekunden. Ja, ist das bei euch ein Thema und ist das etwas, was ihr als wichtig empfindet? Ich persönlich empfinde es als wichtig. Einer hatte unter den
Beitrag geschrieben, Condor waren 16 Klicks und nach einer Minute war er am Zahlen. Das ist ja in Ordnung. Und ist das für euch ein Thema? Viele sagen ja auch, dass die Swiss zum Beispiel eine Lufthansa-Seite bekommen hat. Als die Swiss-Seite früher independent war, hätte ich fast gesagt, war es viel besser. Also ihr habt ja meine Meinung gehört, ihr wisst es ja. Also ich denke mal, so eine One-Click-Lösung sollte es schon geben. Gerade wenn man auch eingeloggt ist oder sowas, sollte es ja eine Abkürzung geben. Und wenn man natürlich bei EasyJet oder bei Ryanair oder sonst wo bucht und dann erstmal 10-mal anklicken muss, nein, diese Versicherung brauche ich nicht, das will ich nicht. Ja, und ich bin ganz sicher, dass ich die Versicherung nicht will. Das ist eher belastend und auch für mich ein Grund, warum ich gerade bei denen nicht buche, weil es geht mir auf den Sack. Ich habe für Kunden natürlich öfters dort gebucht und ich muss ganz ehrlich sagen, also dieses permanente, ja, mir ist bewusst, dass ich keine Gepäckversicherung abschließe oder ja. What the fuck? Na, also das sind so Drückerkolonnen-Methoden, die finde ich persönlich nicht ganz in Ordnung. Deshalb sollte es halt einfach wirklich eine Möglichkeit geben, im Profil zu sagen, nein, möchte ich nicht. Und dann ist das Thema durch und dann ist ja schon schlimm genug, wenn man die Flüge teilweise nicht findet. Also das nur am Rande. Schöne Themen am Ende, Themen, die uns das Herz erwärmen. Die Bonus-Journey-Promotion von Hyatt kommt zurück in diesem Herbst. Am 15. September bis zum 20. Dezember gibt es diese Promotion. Wer bei Hyatt übernachtet, und zwar bekommt doppelte Punkte bei Übernachtungen, die länger als 2 Nächte sind. Und doppelte Night Credits on each qualifying night. Also das ist ja schon mal sehr gut. Aber inklusive natürlich der Collection Resorts. Was soll man dazu sagen? Man kann doppelte Meilen für diese 2 Aufenthalte bekommen. Wichtig ist, dass dieses also aneinander hängende Nächte sind. Hyatt Hotels Worldwide, aber auch MGM Rewards, Small Luxury Resorts of the World. Und man kann maximal nur 60.000 Punkte bekommen. Ich finde, das ist eine gute Geschichte, um da nochmal den Globalist-Status ein bisschen zu pushen und da dann Gas zu geben, dass man den Status nochmal bekommen kann. Wenn ihr dazu Fragen habt, ich habe natürlich auch noch einen Weg, wie man die amerikanische Kreditkarte kriegen kann von Chase. Ist etwas komplizierter, wenn man keine Social Security Number in den USA hat, also die Steuernummer. Dann geht es halt über einen Umweg. Im Prinzip ist dann die Möglichkeit, sich sogar nur über die Kreditkarte, über den Umsatz zu qualifizieren. Also Kontakt aufnehmen unten, einfach einen Termin vereinbaren mit mir und wir besprechen das Ganze. Das letzte Thema. IHG, und zwar, die hatten ja diesen Flash-Sale, das war ja mehr so eine Insider-Geschichte, der dann aufgepoppt ist, da gab es bis zu 65% Rabatt, das war auch relativ schnell zu Ende, ist wieder aufgelegt worden und wenn man sich das im Vergleich dazu anguckt, dass man natürlich auch jetzt billigere Bonuspunkte kaufen kann, denkt einfach dran, dass ihr das eventuell miteinander kombinieren könnt. Wenn ihr in London seid, da gibt es zum Beispiel für 27.750 das Indigo anstatt für 35.250. Oder wenn ihr in Sydney schaut, da sind es 32.250 fürs Interconti Sydney anstatt 44.000. Das ist in meinen Augen spannend. Oder wenn man nach New York guckt, wo die Hotelzimmer ja gerne mal $450 oder sowas aufwärts kosten. Da gibt es dann halt im Kimpton News für 33.250 die Nacht anstatt für 44.000. Aber das Interconti am Times Square ist normalerweise mit 42.000, das kriegt er für 31.250. Also das nützt schon mal jemandem was, wenn man da Geld sparen möchte. Und gerade bei den teuren Hotels macht es absolut Sinn. Und es gibt ja die Point Breaks nicht mehr, das ist halt leider so. Und ich denke, dass das Flash-Sale-Ding ist ein cooles Konzept, dass man halt da immer wieder animiert wird, was zu kaufen, wenn man gerade dahin will und dann auch reduzierten Preis. Wobei eine Frage stelle ich mir, warum kann es nicht einfach per E-Mail nochmal gesagt werden, hey, du bist Diamond, du bist Whatever-Member, guck da einfach mal nach. Ja, danke, dass ihr heute wieder bei Frequent Traveler TV Takeoff dabei gewesen seid. Heute wieder eine reine Wohlfühlshow für euch mit Themen. Deshalb abonniert den Kanal, macht die Glocke an, lasst ein Like da und vor allem kommentiert. Und wir haben auch eine Reise nach Stockholm geplant. Wir werden das bald bekannt geben als Vereinigung Passagier e.V.
in Stockholm und ich freue mich, wenn ihr dabei seid, hierbei seid. Vielleicht machen wir auch wieder mit Mario eine Live-Sendung am Wochenende. Ich muss mal gucken, wie wir das alles geregelt kriegen, wenn die Hitze nicht zu viel wird. Also, bis morgen zur nächsten Folge von Freak and Terror TV. Take off. Bis dann. Ciao.